Stopp! Wenn ihr ein familien- oder freizeittaugliches Auto sucht, dann schaltet auf gar keinen Fall ab. Denn der Skoda Enyaq ist jetzt das von E-Fahrer am besten getestete Mittelklasse-SUV. Kein VW, kein BMW, kein Hyundai, kein Tesla kann es mit ihm aufnehmen. Nur 1,5 Haken haben wir gefunden. Welche das sind und warum wir vom Enyaq ansonsten so überzeugt sind, das zeige ich euch jetzt. Doch Moment mal, den Enyaq gibt es doch schon seit Jahren. Wieso ist der auf einmal so gut? Stimmt, aber kürzlich gab es die erste größere Überarbeitung. Anders als bei anderen Facelifts von Autoherstellern sieht man das dem Enyaq jedoch nicht an. Meiner Meinung nach ist das auch gut so. Stattdessen legt Skoda nämlich Hand an beim Antrieb. Wie der VW ID.4 oder der ID.7 auch, hat der Skoda Enyaq jetzt den neuen Antrieb APP 550. Doch was soll das überhaupt sein? Mit den Details will ich euch gar nicht langweilen. Wichtig für euch ist, seit der Überarbeitung haben viele Elektromodelle aus dem VW-Konzern jetzt 286 PS statt 204 und er bietet statt 310 jetzt satte 545 Newtonmeter Drehmoment. Und statt in 8,6 stürmt der Enyaq jetzt in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Nein, Bäume reißt der Antrieb nicht aus, aber es geht flotter voran. Das Maximaltempo für jene, die es gerne ausreizen wollen, wächst von 160 auf 180 km/h an. Das ist doch ersprießlich. Der wahre Geniestreich liegt beim Enyaq 85, der den bisherigen IV80 abgelöst hat, aber gar nicht in der Leistung, sondern bei der Effizienz. Der Verbrauch ist massiv gesunken und das haben wir nach guten Verbrauchsergebnissen aus dem VW ID.7 Test so auch erwartet. Wir haben auf der Landstraße und in der Stadt jeweils einen Verbrauch von nur 14 bis 15 Kilowattstunden gemessen. Hier schlägt er sämtliche andere getesteten SUVs, inklusive Tesla Model Y. Auf der Autobahn schafft er das nicht ganz, wir kommen aber auf gute 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Beim Ladehub, da testen wir, wie viel Strom das Auto an einer 11 Kilowatt Ladesäule lädt, ermitteln wir nahezu exakt 84 Kilowattstunden. Ergebnis, bei Autobahntempo 130 sind 350 Kilometer drin. Für ein SUV dieser Größe ist das echt gut. Im Drittelmix aus Autobahn-, Stadt- und Landstraßenverbrauch sind sogar über 470 Kilometer drin. Tipptopp. Ärgerlich ist nur, anders als etwa die allradgetriebenen Modelle lädt der Enyaq 85 bislang nur mit 135 Kilowatt. Das ist der fette Haken und den können wir auch nicht ganz nachvollziehen. Denn der ID.7 mit identischem Antrieb lud im Test mit über 180 kW und ist trotz großem Akku rasch wieder auf der Autobahn. Und da dürfte sich der Tscheche auch deshalb wohlfühlen, weil reichlich Platz für Familie und Sportausrüstung ist. Mit 4,65 Meter Länge ist er größer als all seine Cousins wie etwa der Audi Q4, der VW ID.4 oder der Cupra Tavascan. Aber er sieht deutlich bulliger aus, als er wirklich ist. Trotzdem passen hier 585 Liter in den Gepäckraum. Der ist Skoda-typisch clever durchdacht. Es gibt allerhand Täschchen und Haken und Abtrennungen, um das Gepäck aufgeräumt mitzuführen. In der Heckklappe sitzt dann sogar noch ein Eiskratzer. Mit umgelegten Sitzen sind knapp 1700 Liter Gepäck drin. Das ist mehr als etwa im VW Tiguan. Mit dem Allspace oder dem riesigen Skoda Kodiaq kann er es aber nicht aufnehmen. Dennoch, den meisten Menschen dürfte das vollkommen genügen. Falls nicht, zieht der Enyaq immerhin 1000 Kilogramm hinter sich her. Etwas mehr wäre wünschenswert gewesen. Wirklich bemerkenswert finde ich beim Skoda Enyaq den Innenraum. Auch hier gibt es neben dem Antrieb ein stark verbessertes Infotainment-System mit einer guten Ladeplanung. Neben dem Arbeitstempo sticht sicher die Displaygröße ins Auge, die in vielen E-Autos aus dem VW-Konzern jetzt anwächst. Dazu gibt es ein Head-Up-Display und ein kleines und sehr nützliches Tacho-Display. Echte Tasten zur Bedienung in der Mittelkonsole und am Lenkrad
Und ein Gangwählhebel an der richtigen Position ermöglichen etwas, was sonst kaum noch geht. Einfach einsteigen und losfahren. Komfortabel und hochwertig geht's in dieser Ausstattung auch zu. Zwar ist hier in puncto unterschiedlicher Materialien und Texturen echt was los, doch insgesamt sticht mir vor allem das textilbespannte Armaturenbrett ins Auge. Vom technokratischen Plastikcharme der Wolfsburger Verwandtschaft ist hier nichts zu merken. Der dicke Enyaq ist mit allerhand Technik ausgestattet, die das Fahren erleichtern soll. Ja, die ab Juli 2024 vorgeschriebenen Quengelsysteme gegen zu schnelles Fahren oder Unaufmerksamkeit, die sind auch hier an Bord. Allerdings sind sie nicht so penetrant wie in anderen Autos, vor allem aber nerven sie nicht. Der Travel Assist assistiert beim Spurwechsel auf der Autobahn, hält das Auto generell in der Spur und den Abstand zum Vorausfahrenden. Das macht er besonders gut und nahezu menschlich. Durchgeschüttelt wird man beim Bremsen oder Beschleunigen hier nicht. Generell geht es hier komfortabel zu. Wer das Auto entsprechend konfiguriert, bekommt auch einen Individualmodus und kann in vielen Stufen festlegen, wie hart etwa das Fahrwerk federt. Ein halbes Manko hatte ich eingangs ja noch angekündigt. Viele spannende Ausstattungsoptionen, die verbergen sich leider hinter teureren Paketen beim Skoda Enyaq. Da kommen für die Variante 85 im Konfigurator schnell über 55.000 Euro zusammen. Als nackter Hugo kostet er übrigens knapp unter 49.000 Euro, also genau wie der ID.4. Ist dabei jedoch etwas größer, bietet mehr Platz, ist leichter zu bedienen und er sieht meines Erachtens innen wie außen einfach besser aus und ist fertiger. Der Skoda Enyaq 85, also die Variante mit großem Akku und Heckantrieb, wäre meine persönliche Wahl. Er ist nicht so kompromisslos technisch wie ein Tesla Model Y und kostet auch nur in etwa so viel. Übrigens, das Verbrennergeschwisterchen Skoda Kodiaq und der VW Tiguan sind entsprechend konfiguriert auch nicht günstiger. Bleibt also nur das eine dicke Manko und das ist die Ladeleistung, bei der wir nur hoffen können, dass sie mittels Update zeitnah nach oben schnellt. Es tröstet die verbesserte Software mit ordentlicher Ladeplanung und so sichert sich der Skoda Enyaq verdient den Platz 1 in der besten Liste der Mittelklasse-SUV bei E-Fahrern.